Puh. Hallo lieber Tieftonliebhaber, das hat ja schon fast einen meditativen Charakter. In diesem Bassquickie lernst du von Fretless-Meister Ralf Gauck, wie du eine gute Intonation bekommst. Aber eigentlich lernst du eher eine der wichtigsten Fähigkeiten fürs Bassspiel. Geduld. Ich wünsche dir wieder viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Florians Bassunterricht. Mein Name ist Ralf Gauck. So, gehen wir weiter. Wir haben den ersten Schritt gepackt. Wir haben unser Instrument richtig gestimmt. Das ist der erste Schritt in eine richtige Intonation. Ich verwende vordergründig am Anfang zwei Intervalle, nämlich die Oktave und die Quinte. Wenn ich am 12. Bund angekommen bin mit dem Mittelfinger, spiele ich die ganze Übung wieder abwärts. Jetzt. Warum halte ich meine Hand ganz ruhig? Wenn ihr die Hand bewegt, entsteht ein sogenannter Tremolo-Effekt. Das ist das, was man später beim Fretless Bass sehr, sehr gerne macht und was viele Leute auch am Anfang schon falsch machen, dass sie alles mit Tremolo spielen. Natürlich ist der Tremolo toll. Aber ein Tremolo ist eine Veränderung der Intonation. Und wir wollen ja Intonation üben. Wir wollen ja eine richtige Intonation zustande bringen. Und Zeit nehmen, zum einen, und alles ein Jahr lang ohne jeglichen Vibrato. Unbedingt.